Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Ostern steht ja vor der Tür, ich bin auch gerade am Lammbraten machen und ich brauche natürlich auch eine gescheite Soße dazu zum Lamm und da zeige ich euch heute, wie man eine Lammschü macht. Für unsere Lamm-Rosmarin-Soße brauchen wir einige Zutaten, wie ihr seht. Wir fangen natürlich gleich hier in der Mitte an. Das sind unsere Lammknochen von der Schulter, von der Keule, ganz frisch ausgelöst, habe ich zerkleinert, wie ihr seht, dass mehr Röstaromen drankommen. Einfach nur, dass die Oberfläche insgesamt größer ist. Ja, da gehen wir hier gleich weiter. Wir haben hier Wurzelpetersilie, eine Möhre, Zwiebel, einen roten Paprika, dann hier hinten ein Rapsöl, dann brauchen wir den Abrieb einer Bio-Zitrone, dann haben wir hier eine Rinderbrühe, die ist auch von uns selber gemacht, dann einen Portwein, liebe ich sehr, zum Ablöschen, eimernfrei, dann eine Frühlingszwiebel, hier haben wir frische Kräuter aus dem Garten, ich fange hier oben an, Thymian, Salbei, hier ist Minze, Rosmarin natürlich, Lorbeerblätter, dann hier unten seht ihr Trockenpflaumen, dann Knoblauch, Rispentomaten, dann haben wir hier Pimentkörner, Wacholderbeeren und wir probieren heute mal hier diese rosa Beeren aus, das ist ein rosa Pfeffer und natürlich brauchen wir einen Tomatenmark. Ja, da schneiden wir unser Gemüse mal klein erstmal. Oder hier an solche Stücke hier, die Frühlingszwiebeln. Ja, ich gebe das ganze Gemüse jetzt in eine Schüssel, auch die Möhren, Wurzelpetersilie, alles in eine Schüssel. Schälen unsere Möhre. Ja, und schneiden unsere Möhre einfach hier nur in so Scheiben. Zentimeter, können sie ruhig stark sein. Ja, und genauso machen wir das für die Wurzelpetersilie und auch alles dann wieder in unsere Gemüseschüssel. Ja, ich habe hier so einen Rest Paprika. Wir brauchen nur ein Viertel, wir brauchen nicht ganz so viel. So, den schneiden wir erstmal auseinander. Nur so grobe Stücken hier, das reicht. Zwiebel ist geschält, wir haben sie halbiert und schneiden hier nur grobe Stücke. So, das ist okay so. Geht auch wieder zum Gemüse. Ja, jetzt kümmern wir uns noch um den Knoblauch, dann sind wir schon fast durch. So wie er ist, einfach hinein ins Gemüse. Tomaten haben wir ein bisschen abgewaschen, ganz klar, das andere ja auch. Und wir vierteln die Tomaten. Ja, und zu guter Letzt für unsere Vorbereitung nehmen wir die ganzen Körner, Wacholder, Piment, den rosa Pfeffer und stoßen das nur kurz an im Mörser, nur aufbrechen. Dass sich die Aromen dann gut entfalten können. Genau. So, das war's schon. Ja, wir sind am Herd. Ich habe mir gedacht, heute machen wir es am Herd. Draußen schneit es mal wieder. Und ihr seht, der Topf ist schon heiß. Geben Rapsöl dazu. Und braten jetzt unsere Knochen richtig scharf an. Ich glaube, den Vorgang kennt ihr schon von meinen letzten Videos, wo ich meine Schü gemacht habe. Das passiert hier ähnlich. So, ihr seht, wie das hier unten schon ansetzt. Die Röstaromen,
Die dürfen natürlich nicht schwarz werden. Und ich lösche jetzt mit Portwein ab. Und röste weiter. Ich habe euch eine Zutat unterschlagen, und zwar den braunen Zucker. Das ist ungefähr ein Esslöffel. Den brauchen wir natürlich zum Karamellisieren. So, ihr seht, es ist wieder Zeit zum Ablöschen. Ich gebe jetzt die zwei Zweige Rosmarin dazu, denn wir machen ja eine Lamm-Rosmarin-Soße. Ihr braucht keine Angst zu haben, die brennen nicht an, geben aber ein klasse Aroma jetzt ab. Ja, jetzt löschen wir mit dem kleinen Schluck Rinderbrühe ab. Und geben jetzt unser Gemüse dazu und rösten das mit an. Und geben natürlich gleich unsere Trockenflammen dazu. Die geben dem Ganzen noch eine Süße. Eine fruchtige Note. So, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Ich habe hier das Tomatenmark und das röste ich jetzt mit an. Oh, richtige Ladung. Wie genau, die genauen Zutaten findet ihr unter dem Video dann alles. Jetzt kann man es besser sehen wahrscheinlich. Ja. Schön anrösten. Gibt dem noch eine gute Farbe. Richtig schön anrösten. So schnell brennt nichts an. So, jetzt müssen wir natürlich wieder ablöschen. Ja, es wird schon so langsam. Ihr seht, ich habe das öfters mal reduzieren lassen. Ich zähle da nicht mit, das mache ich nach Gefühl. Ihr seht, ihr habt ja schon richtig schön dunkel hier den Soßenansatz. Aber ich lösche noch einmal ab und dann kippen wir mit Wasser auf. So, und geben jetzt den Rest Brühe hinein. Berühren erstmal und streichen hier am Topf alles schön ab. Das sind die puren Röstaromen. So, ihr seht die Farbe, sieht schon klasse aus. Geben jetzt unsere Gewürze hinzu. Bitte gebt jetzt noch kein Salz oder Pfeffer hinein. Abschmecken könnt ihr ganz am Schluss. Und unsere Kräuter. Ganz zum Schluss noch den Abrieb einer Bio-Zitrone, ungefähr halber Teelöffel. Und ganz zum Schluss kippen wir mit Wasser auf. Aber nur so weit, bis die Knochen bedeckt sind. Macht nicht so viel rein, sonst müsst ihr bloß unnötig dann eure Soße reduzieren. Immer mal so im Auge behalten. Jetzt mit dem Gas zurück, ein bisschen reduzieren, leicht köcheln lassen, bis es fertig ist. Also ich habe immer so ein Maß. Die Knochen müssen dann absolut blank sein. Dann kann man sagen, okay, die Soße ist fertig.
machen wir einen Deckel drauf und lassen das jetzt köcheln. So, unsere Soße ist jetzt fertig. Hat eine richtig gute Konsistenz. Richtig klasse. So, die lassen wir jetzt durch Sieb und stellen sie erstmal an einen kühlen Ort. Übrigens, die Soße war jetzt 4,5 Stunden im Topf. So, wir haben unsere Soße durch Sieb gelassen. Eine Top-Konsistenz, einwandfrei. So ist das genau, so wollen wir das haben. Farbe ist sowieso klasse. Wir lassen die jetzt abkühlen und morgen werden wir dann oben die Fettschicht noch entfernen. Das lässt sich am besten machen, wenn das Fett hart geworden ist. Da hat man immer so eine Schicht, die kann man gut runternehmen. Und wie ihr immer seht, bei meinen Soßen, das ist immer wie Götterspeise, sage ich mal. Das ist hier das blanke Fett und das wollen wir natürlich nicht in unserer Soße haben. Das nehme ich jetzt runter. So, wir haben jetzt das Fett von der Oberfläche heruntergeholt. Ihr seht, das ist richtig wie Pudding. Die Soße, ganz klar, war jetzt bei 1 Grad plus in der Kühlung und das erwärmen wir jetzt und verwenden das in unserem Hauptgericht. So, ich habe mal unsere Soße mal erwärmt. Die gebe ich jetzt in den Dutch Oven. Ich habe hier den FT1 von Petromax. Der ist ohne Füße. Ideal zum Soßen warm halten oder für ganz kleine Sachen. Und den kann man sehr gut auf dem Gasgrill auch abstellen. So, da gebe ich jetzt mal die Soße hier rein. Und so gebe ich sie mit dem Braten zusammen auf den Gasgrill und schmeckt die eventuell noch ein bisschen ab. Freunde, ihr habt gesehen, wie einfach eine Lamm-Rosmarin-Soße zu machen ist. Schmeckt richtig gut, passt ideal zu Lammbraten, Lammkeule, gerollten Lammbraten. Einfach nur top. Abschmecken, wie gesagt, solltet ihr zum Schluss mit Salz und Pfeffer, das ist dann jedem selbst überlassen. Ja, dann wünsche ich guten Appetit und wenn euch unser Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen über einen netten Kommentar, über einen Daumen nach oben natürlich und damit ihr in der Zukunft keine Folge von uns verpasst, würden wir euch empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren. Ja, und da sehen wir uns auch schon bald, wenn es wieder heißt, euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Macht's gut, Freunde. Tschüss.